Ich bin ja auch ein super analytischer Mensch. Und ich muss dir sagen, es ist nicht wirklich immer so einfach gewesen mit meinem analytischen Verstand. Weil dieser Verstand, also diese Überzeugung auch, mit der ich auf die Welt gekommen bin und mit diesem Realismus, der uns beigebracht wird, dass alles logisch ist, dass alles analytisch ist und dass alles Gesetzmäßigkeiten folgt, die wir zu erlernen haben. Und je mehr wir diese Gesetzmäßigkeiten lernen und anwenden, desto richtiger sind wir. Desto mehr werden wir in unserem Leben das bekommen, was man bekommen muss, damit man ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Also diese Vorstellungen sind ja ganz klar. Wir müssen irgendwann mal erreichen, dass wir finanziell abgesichert sind, dass wir anerkannt werden, angesehen sind, jemand sind, weil das alles wieder... Wenn du nichts und niemand bist, dann kannst du auch kein Geld verdienen, weil du musst ja zeigen, wie großartig du bist, was du alles kannst, was du leisten kannst, damit du die Anerkennung bekommst und eben auch die Anerkennung in Form von finanzieller Anerkennung, von Geld. Und dann sind wir ja irgendwann mal in diesem berühmten Hamsterrad gefangen und versuchen eben die Ansprüche von allen Seiten, die an uns gerichtet werden, von der Familie, vom Job, vom Verein, von den Eltern und so weiter und so fort, diese Ansprüche bestmöglich zu erfüllen. Und irgendwann merken wir, boah, ist ganz schön anstrengend, wenn es uns denn überhaupt nur irgendwie gelingt. Es macht müde, es macht kaputt und irgendwann mal werden wir wahrscheinlich dann auch krank auf irgendeine Art und Weise. Und was ist krank? Wir sind außer Balance, wir sind nicht mehr in Harmonie. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und zwar in welcher Harmonie sollten wir denn sein? In welcher Harmonie können wir denn alles erreichen? In welchem Zustand? Was will das Leben eigentlich von uns? Für was sind wir hier? Sind wir hier, um irgendwelche Anforderungen zu erfüllen? Sind wir hier, um gejagt zu werden und zu jagen? Oder was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Stellen wir uns oft, oder? Was ist mein Sinn? Was ist mein Zweck? Und ja, wenn wir dann krank werden, also für die von euch, die auch jetzt hier sind und mir zuhören, weil sie dabei sind, sich zu heilen, gesund zu werden, ganz zu werden, komplett zu werden, ja, dann merkst du schon, gerade wenn wir krank werden, dann merken wir tatsächlich, dass all das, was wir gedacht haben, im Außen zu leisten, zu sein zu müssen, darstellen zu müssen, plötzlich total irrelevant wird. Und das ist der Weg, an dem die meisten Menschen eben die Wahrheit suchen. Und ich bin auch die meisten Menschen. Ich hätte natürlich irgendwo nie eine andere Perspektive versucht anzunehmen, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass die Perspektive, die ich bis anhin hatte, respektive die Perspektive, die eben die meisten Menschen haben, mich tatsächlich dorthin geführt hat, dass ich krank wurde und dass ich gar nichts mehr beitragen konnte dem Leben, dass ich dem Leben auch gar nichts mehr abgewinnen konnte, dass ich nicht mehr funktioniert habe. Und die von euch, die das kennen, die wissen, dass es da eigentlich dann gar nichts anderes mehr gibt, als sich zu überlegen, wo ist denn die Wahrheit? Was ist denn die Wahrheit hier? Wer bin ich denn wirklich? Bin ich jetzt wirklich ein Wesen,
aus Fleisch und Blut das jetzt irgendwie nicht mehr funktioniert. Also wir werden ja auch häufig von der Medizin werden wir als Hallo, Irmgard, ich sehe, dass du was geschrieben hast, aber ich weiß nicht, ob ich sehen kann, was du geschrieben hast. Ah, hier, jetzt, da sehe ich was. Das sieht gut aus. Hallo, jetzt, hallo, Katrin, hallo, Maria, hallo, Pam. Super, hier sehe ich ein paar, die mir zuhören. Genau. Und wo bin ich stehen geblieben? Eben, dass wir kein vollwertiges Mitglied mehr in der Gesellschaft sind. Und dann merken wir, wie ganz, ganz tief innen eben dieses Gefühl so stark wird, oder? Irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Klar, sonst wäre ich nicht krank. Ja? Da merken wir, dass wenn wir krank werden, wenn wir Einschränkungen haben, wenn wir plötzlich nicht mehr funktionieren in diesem Leben da draußen, merken wir plötzlich, wie wichtig es doch für uns ist, richtig zu sein, in Ordnung zu sein und dass eigentlich alles, wonach wir immer gestrebt haben in diesem Leben, eigentlich das war, richtig zu sein, die Dinge richtig zu machen, endlich richtigen Erfolg zu haben, richtig dazustehen, richtig endlich keine Fehler mehr zu machen. Und diese Schleife, die in uns läuft, ja, wir denken, das ist unterbewusst. Aber eigentlich, wenn du wahr bist, wenn du dir das ehrlich eingestehst, geht es nämlich gar nicht so unterbewusst, sondern wenn du siehst, was du alles machst, um richtig zu sein. Ganz, ganz viele Leute sind in diesem Modus, ich muss erledigen, ich muss erledigen, ich muss erledigen, ja. Und diese klare Überzeugung, die wir haben, die steuert uns. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Unsere Überzeugungen steuern uns. Das heißt, wir sagen immer, ja, die Gedanken, ja, du musst aufpassen, was du denkst und so. Aber weißt du was? Was du denkst, ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern das, wovon du überzeugt bist. Und da geht nämlich genau das hin, wo alle sagen, ja, du musst halt Glauben haben, du musst halt vertrauen, du musst halt nicht zweifeln. Aber ehrlich, wenn du von etwas überzeugt bist, ganz, ganz fest überzeugt bist, dann hast du keinen Zweifel mehr, weil du weißt dann, dass es so ist. Ja? Und sobald du irgendwo zweifelst oder Angst hast, ja, dann bist du nicht überzeugt. Das heißt, unsere Überzeugungen steuern unser Leben, nicht unsere Gedanken. Wenn du irgendwie mal was Schlechtes über jemanden denkst, was Schlechtes über dich denkst, irgendwo schlechte Gedanken hast in Bezug auf irgendwas, das ist nicht ausschlaggebend, sondern es ist ausschlaggebend, dass du herausfindest, wovon du überzeugt bist. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du zum Beispiel von außen beeinflusst werden kannst oder dass da draußen irgendwas in deinem Leben ist, was außerhalb von dir existiert und Einfluss auf dich hat, dann bist du überzeugt von der Newtonschen Weltsicht. Dann lebst du nicht im Quanten. Dann lebst du nicht in der Quantenweltsicht. Und ich spreche ganz, ganz viel zu vielen Leuten, die sich eben jetzt hier mit Quantenphysik, Quantenheilung, eben mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza auseinandergesetzt haben, weil ihr wissen wollt, wie funktioniert dieses Leben. Aber dieses Leben funktioniert nach den Regeln, von denen du überzeugt bist. Also ist alles nur eine Sache, von dem du überzeugt bist. Und da gibt es auch eigentlich, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, gibt es da nichts Unterbewusstes, das dich treiben kann. Sondern es sind deine Überzeugungen. Es ist die Überzeugung, wer du bist. Es ist deine Überzeugung, wie das Leben funktioniert. Und es geht um deine Überzeugung, wie du dich in Relation zu dem siehst, was da außen alles passiert. Jede einzelne Begegnung,
quasi, wenn ich jetzt hier rausschaue, ich würde es dir gerne zeigen, aber ich weiß, wenn ich die Kamera umdrehe, wird es unscharf. Ich sehe Berge, ich sehe einen zugefrorenen See mit Kitesurfern. Das sehe ich jetzt vor mir, ja. Das ist mein Ausblick. Aber wenn du jetzt nach vorne schaust und schaust, was du siehst, es ist ganz etwas anderes. Es ist deine Welt. Deine Welt, die du für dich kreiert hast. Und zwar in jedem Moment. Und wo hast du deine Welt kreiert? In deinem Verstand, in deinem Bewusstsein. In dem, was du dir vorstellen kannst, in deiner Vorstellung existiert das alles nur. Wenn du dir klar wirst, dass außerhalb von deiner Vorstellung eigentlich keine Existenz ist, wenn du dir das wirklich, wirklich klar machst, dass du dir gar nicht so vorstellst, dass du dir nicht bewusst bist, dass alles nur in deiner Vorstellung ist. Wenn du dir dieses Bild hernimmst und erkennst, dass deine Vorstellung aus deiner Überzeugung heraus entsteht, dann merkst du, was für eine Power du hast. Weil wenn da draußen jemand dir entgegenläuft auf der Straße, ja, du schaust den an, du hast eine Vorstellung davon. Ob der jetzt gefährlich ist, ob der dir was antut, ob du den kennst, ob du den nicht kennst. Und ich gehe neben dir und ich sehe diesen gleichen Mann oder ja, nehmen wir diesen Mann, dann habe ich eine komplett andere Vorstellung davon. Eine ganz andere Wahrnehmung. Ich bin in einem ganz anderen Leben parallel mit meinem ganzen Bewusstsein, obwohl ich neben dir laufe. Und wenn du dir das einmal bewusst machst, dass es alles wirklich, dass wenn es heißt, es kommt aus innen heraus, dass es wirklich dann nur heißt, es kommt aus deiner Vorstellung heraus. Wir haben auf Deutsch so schwierige, schwierige Worte, um das Ganze zu erfassen. Das ist, auf Englisch ist es irgendwie viel, viel einfacher. Und deswegen dieses One Mind, ja, das ist eine einzige Vorstellung und zwar auf einer erhöhten Ebene, wo wir da alle zusammen verbunden sind. Und das ist die Urvorstellung und die Urwahrheit von dem, was wir alle sind. Und du merkst es daran, indem du weißt, dass wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir selber bist, dass es dir eigentlich im Leben nur um eins geht und zwar um Liebe leben. Um Liebe zu geben und um Liebe zu leben. Und in dem Moment, wo du das darfst, kommt in dir dieses Gefühl der Ganzheit, der Komplettheit, in Ordnung zu sein, wert zu sein, richtig zu sein und gut zu sein. Und das ist die einzige Wahrheit, die es wirklich, wirklich gibt. Dass diese Liebe, diese Essenz der Liebe, diese liebende Perfektion in jedem Einzelnen von uns wohnt, wenn sie nicht mit Überzeugungen überlagert wird, wenn sie nicht von Überzeugungen totgequatscht wird in unserem Kopf. Überzeugungen und Gedanken, die in unserem Kopf sprudeln, die sprudeln auf Basis von den Überzeugungen, die wir übernommen haben. Und deswegen ist es oft so schwer, auch in diese Meditationen reinzugehen und in Gefühle reinzugehen, weil letztendlich sind es die Überzeugungen, die du hast, die dich daran hindern, in diese Leere reinzugehen. Und wenn du jetzt nicht mehr einfach jeden einzelnen Glaubenssatz umdrehen möchtest, irgendwelche Gefühle verändern willst, irgendwas verändern willst, wenn du plötzlich in diese klare Wahrheit kommst, wer du wirklich bist und dass an dir niemals etwas falsch war und auch niemals etwas falsch sein kann, wenn du diese Überzeugung für deinen analytischen Verstand für dich in Ordnung bringst, dann wird es
verdammt leicht und zwar verdammt schnell. Da musst du nicht mehr Scheibchen machen und Stück für Stück. Dieses ganze Stück für Stück, das ist nur, weil der Verstand sich immer wieder wehrt und sagt, ja, aber ich habe was anderes gelernt. Die Welt funktioniert doch anders. Aber ich sehe doch was anderes. Aber wenn du lernst, diese innere Welt für dich zu akzeptieren und zu sagen, dass das deines ist, und zwar, dass das deins ist in aller Reinheit, wenn alle Überzeugungen rausgeworfen werden, dass dann du als reines und in Ordnung Wesen, Perfektion, liebende Perfektion da bist, dann wird es so, so einfach, weil dann erkennst du eigentlich den Stoff, dann kannst du erfüllen den wahren Stoff, aus dem das Leben, aus dem die Schöpfung gemacht worden ist, diese wahre Liebe, diese wahre Leichtigkeit, diese wirklich diese fast schon erschreckende Ekstase oder Bliss, wie will man das übersetzen, oder einfach nur dieses so, oh mein Gott, alles, was mir das Leben schwer gemacht hat, basiert nur darauf, auf Überzeugungen, die ich ins Leben trage. Wenn du da aufräumst und wenn du da in die Wahrheit reinkommst, dann kann es verdammt schnell gehen, dass du dich gesund fühlst, dass du dich eben frei und selbstbestimmt fühlst und dass du dir jetzt dass du dir diese sprudelnde Freude erlauben darfst, dass du dir diese hohen Gefühle, wo viele jetzt auch bei mir in der Facebook-Gruppe gesagt haben, ja, bei den Meditationen von Dr. Joe Dispenza, da geht es ja immer darum, um diese ganzen hohen Gefühle und ich kriege das nicht hin und mir geht es so schlecht und da ist so eine Misere in meinem Körper oder auch im Außen, in meiner Beziehung, in meiner Arbeit, in meiner finanziellen Situation. Wie soll ich denn bitte diese guten, positiven Gefühle kriegen? Die kannst du nicht kriegen, solange du glaubst, dass irgendwas falsch an dir ist. Die kannst du nicht kriegen, solange du nicht weißt, wer du wirklich bist. Und dass alles andere nur auf Überzeugungen basiert, die eine Lüge sind und zwar nur eine flache, blanke Lüge. Und ich kann euch versprechen, ich habe einen riesen Erfahrungsschatz an allen möglichen Methoden und Probieren und you name it. Also ich habe wirklich alles irgendwo ausprobiert, bis ich es nachher wirklich kapiert habe, dass ich als diese, wenn ich, solange ich überzeugt bin, dass ich als Mensch oder dass die Menschheit per se oder dass das menschliche Dasein ein fehlerhaftes ist, das aber fehlerfrei gemacht werden muss, wird das ein endloses Unterfangen aus dieser Perspektive. Und erst als ich diese Überzeugung verändern konnte und erkennen konnte, was die Wahrheit ist und worum es wirklich geht hier und worum es geht, mit meinem analytischen Verstand ins Reine zu kommen und dem Dinge beizubringen, die die Wahrheit sind und nicht die Lügen. Bis der überzeugt war von der Wahrheit, dass es wirklich eine andere Perspektive für uns, für die Welt gibt, und zwar aus der Perspektive der Wahrheit, aus der reinen Liebe, und zwar nicht die Liebe, die wir kennen, sondern einfach aus diesem reinen Überzeugtsein, dass alles im Guten ist, alles ist gut. Und alles, was nicht aus der Überzeugung der Beängstigung heraus betrachtet wird, ist gut. Und wenn du das in deinen Kopf kriegst, dann wirst du plötzlich total frei und kriegst eben genau diesen Zugang zu der Energie, die du möchtest. Und dann hast du alles aus dem Weg geräumt und musst nicht immer irgendwie shiften und drehen und Gedanken und so weiter. Wenn du einmal den richtigen Rahmen, die richtige Überzeugung für dich klar gekriegt hast, dann weißt du genau, wann du auf dem Weg bist der Wahrheit oder wann du einer verdammten Lüge aufgesessen bist wegen einer alten Überzeugung, die halt einfach nicht stimmt. Und das ist für mich eigentlich diese Magie und das ist für mich dieses Zauberkonzept, weil magisch wird es wirklich dann, wenn du weißt, dass in dir, um dich herum, nichts anderes gibt als das Gute. Als wirklich das Gute, als das Licht,
das Licht, das quasi durch dich hindurch nach vorne kommen will, als Gutes, als gute Überzeugungen, als gutes Wissen, als Wissen, dass nichts falsch sein kann, dann wird sich alles danach richten. Es wird sich dein Körper danach richten, weil wenn dein Körper weiß, dass alles okay ist, wenn dein Verstand, quasi deinem Körper diese Okayness unwiderruflich mit einer Überzeugung und einer Zweifelhaftlosigkeit geben kann, dann kann es nicht anders sein, als dass du in deinen perfekten Urzustand kommst. Mit allem, was den Körper betrifft oder sonstige Bereiche deines Lebens, ist es völlig egal, weil dieses Licht scheint durch dich hindurch in dein Leben hinaus. Und es alles dieses Licht entsteht in deiner Vorstellungskraft und fängt mit deinen Überzeugungen an. Und diese Überzeugungen, die wir aus unserer kollektiven Weltsicht gelernt haben, sind genauso wenig wahr, wie es damals der Fall war, als alle Menschen glaubten, dass die Erde eine Scheibe ist und nachher herausgefunden haben, ui, die ist ja eine Kugel. Upsi. Aber das hat die Erde übrigens überhaupt nicht irritiert, dass sie als Scheibe angesehen wurde. Sie hat sich grandios, perfekt gefühlt, völlig egal, ob alle zu ihr gesagt haben, ja, du bist eine Scheibe und wir handeln so, als wärst du eine Scheibe. Die Erde war unbeeindruckt davon, bis alle wussten, was die Wahrheit ist. Und genauso möchte ich für dich, dass du unbeeindruckt davon bist, was im Außen alles für Überzeugungen herrschen, die dir irgendwann mal suggeriert haben, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Dass du genauso deine Perfektion, deine liebende Perfektion lebst und dann anfängst, diese Magie, die aus deinem Sein, aus deinem wahren Wissen, wer du wirklich bist, heraus entsteht. Nummer eins, komplette Gesundheit, komplettes Wohlfühlgefühl. Das ist number one. Komplettes Gefühl der Sicherheit, komplettes Gefühl, aufgehoben zu sein. Null Mangel, Fülle, Fülle pur. Weil das die einzige Wahrheit ist, die existieren kann. Und alles andere ist getrenntes Denken, getrenntes, bedingungsvolles Denken auf Überzeugungen basiert, die sagen, alles ist getrennt, es gibt gut und schlecht, es gibt böse, es gibt Licht und Dunkel. Aber wenn du anfängst, alles aus der Perspektive des Lichts zu sehen, dann wirst du Licht sehen. Eigentlich ist es so, so einfach. Und da in diesem kleinen Intensivtraining My Magic habe ich jetzt 3 Trainings gemacht und diese 3 Trainings werden übrigens als Online-Kurs für jedermann erhältlich sein. Aber weil ich wirklich so sehr dafür brenne, habe ich noch ein 4. Training anberaumt. Und es kommt alles aus meiner Intuition heraus. Dieses 4. Training möchte ich jetzt für Interessenten eröffnen. Und zwar, dass ihr dazukommen dürft. Wir haben 3 Trainings schon hinter uns und dieses 4. Training ist eigentlich ein Bonustraining. Und da geht es wirklich darum, mit denen, die live teilgenommen haben, ihre Resultate, ihre Ergebnisse anzuschauen. Hier nochmal zu reflektieren, wo sind nochmal die Stolpersteine, dass es wirklich in diese Freiheit, in das Leichte, in dieses Offene aus der Perfektion heraus in Liebe gelebten Leben gehen kann. Und wenn du da dabei sein möchtest, das ist am Dienstag, also morgen ist Sonntag, Montag, also in 3 Tagen um 19.30 Uhr auf Zoom. Und wenn du den Link haben möchtest und dich ehrlich dafür interessierst, dann schreib mir und ich schicke dir total gerne den Link, dass du dabei sein darfst. Du darfst dich dann anmelden und darfst dabei sein. Aber das ist ein Training, da darfst du gratis dabei sein, weil es ein Zusatzbonus Training ist und ich möchte für die, die jetzt hier zugehört haben, die nicht in dem Training dabei waren, die sich da nicht eingeschrieben haben, in den vorherigen Intensivtrainings möchte ich die Möglichkeit geben, diese Perspektive und diese Überzeugung nochmal auf dich wirken zu lassen, auch mit den anderen Teilnehmerinnen zusammen, die im Training teilgenommen haben. Dieser Bonus
Der kommt aus meinem Herzen, weil mir das so, so wichtig ist, weil ich selber eben weiß, was wir alles probieren und was wir für Sachen versuchen und hier noch ein Ansatz und da noch was und hier noch eine Lehre und hier noch eine Vorgehensweise und ja, von dem abgucken, von dem lernen, aber du musst deine eigene Magie lernen, du musst selber für dich deinen Weg lernen. Wir gehen alle zusammen auf den Gipfel des Berges, das ist unabweichlich, wir gehen alle zum Gipfel. Aber es gibt so, so viele Wege zum Gipfel und es gibt kürzere Wege und es gibt längere Wege. Und ich bin quasi den Berg, jahrelang habe ich ihn umwandelt und bin immer nur kleine Höhenmeter nach oben gegangen. Und jetzt weiß ich aber, wie es schneller gegangen wäre und wie ich die Abkürzung hätte finden können. Ich möchte euch gerne diese Abkürzung zeigen, die ich durch meine Umwege jetzt endlich weiß. Aber diese Abkürzung ist einfach eine Abkürzung des kürzesten Weges, der auch nicht der einzige Weg ist, den es gibt. Ja? Weil es ist dein Weg. Aber dein Weg kann lang gehen oder kurz gehen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass ich dir dabei helfe, Umwege dir zu ersparen und die Dinge ein bisschen leichter zu nehmen, weil sie in Wirklichkeit total leicht sind. Und ich sage das jetzt so leicht daher, weil sie so lange für mich schwer waren. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt deswegen irgendwie arrogant oder hochnäsig bin, sondern ich sehe es einfach so klar. Und jetzt kommt mir dann mein analytischer Verstand wieder, nachdem ich ihn mit neuen Informationen, mit neuen logischen Gleichungen gefüttert habe. Nachdem der irgendwie unterwegs war und sein Leben lang gedacht hatte, 1 plus 1 ist 5, habe ich ihm jetzt erklärt, dass 1 und 1 einfach wirklich nur 2 ist. Und seitdem das weiß und auf Basis dessen das Leben sehen kann, ist es eine neue Perspektive. Also, ja, Katrin, klar, du Mensch, ich schicke dir gerne den Link für am Dienstag 19.30 Uhr. Freue mich, wenn du dabei bist. Wenn sonst noch jemand dabei sein möchte, schreib mir einfach eine PN, private Nachricht oder auch in die Kommentare. Ich werde schauen, dass ich euch da finde. Sonst patricia@mywellfeeling.com könnt ihr mir auch schreiben. Das ist gratis für euch. Ich habe natürlich nachher noch andere Angebote. Ich werde mit Sicherheit einen zweiten Teil machen von dem Intensivtraining, weil ich da jetzt so im Rollen bin und weil ich auch das nachher für meine 1-zu-1-Coachings brauche, diese Online-Basis, dieses Online-Training, um da wirklich nochmal ein bisschen schneller euch helfen zu können und ein bisschen schneller euren Verstand in die richtige Richtung fokussieren kann, indem der Verstand euch eben in dieses leichte Leben trägt und nicht dorthin, wo es halt so schwierig war und so kompliziert und wo die Träume nicht sind und wo der Mangel ist und all diesen Kram. Also, wie gesagt, ich komme zum Ende. Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe jetzt hier nur auf meiner auf meiner Business-Site gesehen, welche Kommentare sind. Ich gehe aber nachher nochmal in der Gruppe posten, weil ich ja das Video auch in den Gruppen gepostet habe, ob da was drunter steht. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Es ist eine ganz, ganz coole Frauengruppe, die jetzt in dem Bonustraining auch noch dabei sein wird, die das ganze Training mitgemacht hat. Kriegst natürlich jetzt nicht das ganze Training, aber du kriegst ein Gespür dafür, wo wir hingegangen sind, wo wir angekommen sind und was möglich ist, wenn du diesen einfachen Mindset dir aufsetzt und wenn du wirklich spüren darfst, wer du wirklich bist. Und das ist cool. Glaub's mir. Es ist alles so viel einfacher, als ich es irgendwie beigebracht worden bin. Eigentlich ist es auch ganz, ganz lustig, dass wir uns so entwickeln dürfen und es dann weitergeben, jeder Einzelne von uns. Ich freue mich auf Dienstag ganz, ganz fest und ich bin gespannt, wer von euch noch dabei ist. Schönen Samstag noch. Tschüss!